Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Nakatoto, beim Clan True Warriors 2. Ich bin heute auf dem Donnerbengel-Account und ihr seht schon im Ergebnis, wir haben wieder mal gegen einen Clan Level 9 ein Unentschieden herausgespielt, was sicherlich an der Stelle nicht wirklich schlecht ist. Aber wir hauen auch gleich rein hier in die Kämpfe, gucken uns also ein paar schöne CK-Angriffe an, hier im Ab-RH7-Bereich. Ich glaube, drunter haben wir zurzeit nichts, das heißt also, auch hier entwickelt sich das Ganze so ein bisschen so ab Rathaus 7, Rathaus 8, dann nach oben. Das Ende ist dann sowieso offen, aber im Moment haben wir, glaube ich, nur einen einzigen Elfer. Aber durch den Clan Level 5 reicht das eigentlich, was uns die Zehner spenden können. Also auch da geht das hier stark voran. Ich war hier in diesem Clankrieg mit zwei Charakteren dabei, nämlich einmal mit dem Donnerbengel und mit dem Schief Barfuß, also mit dem noch R8. Das bleibt auch noch so. Und fangen einfach mal an hier mit dem RH7, mit dem ich bin, wie heißt es eigentlich, ich bin Leander, oder hi, ich bin Leander. Auf die Nummer 19, also 1919, hier in den unteren Bereichen kann man sich eigentlich immer so ein bisschen an sein Gegenüber orientieren. Und der Gegenüber für den Highlander hier war natürlich jetzt nicht wirklich schwer, wie viele Drachen da noch über sind. Das ist ja der Hammer. Die hatten ja gar keine Gegenwehr, hat man ja auch gesehen, die kleinen Luftabwehren hier. Die sind auch gegen Level 2 Drachen ziemlich machtlos. Aber trotzdem schöner Drachenangriff hier. Und im unteren Bereich ist auch alles wieder fürchterlich schnell gegangen. Das heißt, unsere unteren Rathäuser hier, also das ist ja auch eher so eine Base, so gewollt, aber nicht gekonnt. Ja, also Upgrade auf Rathaus Level 7 gemacht und dann irgendwie die Base nicht richtig umgestellt. Da hinten eine Luftabwehr, die macht die Luftabwehr wird jetzt einfach von dem King gemacht da oben, und dann ist hier natürlich nur noch eine Luftabwehr in der Base, die ist jetzt auch Geschichte, ja. Und dann ist das hier natürlich für Drachen, das sind leicht verdiente Sterne hier im unteren Bereich. Da hat sich der Gegner hier schon etwas schwerer getan, aber wir sehen ja am Ergebnis, er hat es dann irgendwo auch kompensiert und hat dann letztendlich auch sehr, sehr gut angegriffen. Also auch da sind alle Angriffe gemacht worden auf unserer Seite. Ich glaube, ich habe mit dem Barfuß meinen zweiten Angriff nicht mehr gemacht. Das habe ich zeitlich nicht mehr so richtig hingekriegt und hätte aber auch nichts mehr am Gesamtergebnis, denke ich mal, verändert. Auch wenn ich dort noch einen Angriff gemacht hätte. Und die Black Beauty macht das hier ganz gut mit ihren Drachen. Ist auch wirklich schon weit gekommen, muss ich sagen. Die spielt ja auch noch nicht so lange. Und ist hier aber schon auch mit dem King auf 3 unterwegs und geht hier sicherlich ganz straff zu Rathaus Level 8. Ich habe ja selber mal festgestellt, dass es hier sehr, sehr einfach ist, vor allen Dingen bis Rathaus Level 7, 8 zu kommen. Und das dauert bei Clash of Clans wirklich nicht mehr lange. Auch wenn man die unteren Rathausstufen voll durchmacht und auch nur das nutzt, was einem das Spiel letztendlich zur Verfügung stellt. Denn du bekommst ja am Anfang 2 Bauarbeiter, also kannst du die zweite Bauarbeiterhütte leisten. Und dann kostet die dritte erstmal 500. Die vierte kostet dann 1000. Und diese 1000, die waren eigentlich mal, ja, eigentlich waren sie waren mal schwer reinzukriegen. Aber heute gibt es ja für die Builderbase auch vor allen Dingen einiges an Juwelen. Und dort kann man einiges absammeln. Wenn man das alles macht, dann hat man die vierte Hütte echt schnell. Ich würde sagen, das dauert nicht mal einen Monat. Dann hast du die vierte Hütte zusammen. Wenn du dann noch im Rathaus Level 5 und 6 Bereich die Errungenschaft schaffst mit den 1250 Pokalen, das gibt ja 450 Juwelen, dann hast du den vierten Bauarbeiter ruckzuck. Und dann kommt man auch relativ schnell mit mittlerweile bei Clash of Clans, denke ich mal, hoch. So, hier haben wir einen Angriff von mir. Ich glaube, den habe ich auch live gemacht am habe ich den live im Stream gemacht? Ich weiß gar nicht. Nee, den habe ich nicht im Stream gemacht. Den habe ich nicht im Stream gemacht. Den habe ich sogar am PC gemacht. Den habe ich sogar am PC gemacht, weil der war so einfach. Den konnte ich mal eben durchklicken. Da brauchte ich nicht unbedingt mein Tablet für.
weil der, ich hatte den Barfuß gerade auf dem PC-Account und habe gedacht, komm, da greifst du gerade mal mit an. Locke hier also erstmal den Drachen und den Ballon, setze dann meine Golems, so dass sich der Drache und der Ballon umdrehen, also auch der Ballon dreht sich irgendwo um. Und dann können die hier ruhig den Golem kaputt machen oder fast kaputt machen. Na, schaffen sie den eigentlich auch ganz? Nee, schaffen sie noch nicht mal. Und die Defensive hier ist ja letztendlich nicht maxed out Rathaus 8. Und ich hatte in der Clanburg selber einen Packer. Diesmal mit habe ich mich mal zum Packer hinreißen lassen und mal nicht zu Bowler. Denn Bowler fliegen in solchen Bases auch gerne umher. Und da habe ich mir lieber gedacht, ich nehme mal lieber einen Packer. Der fliegt nirgendwo rum. Der geht hier auch richtig schön jetzt mit dem King und dem Vermagern in die Mitte. Und dann kommen hier meine Hawks rein. Aber die haben hier natürlich auch relativ wenig an Heal Point wegzuknüppeln, weil hier keine einzige Kanone auf Max Level für RA8 ist, kein Tesla, kein gar nichts. Ja, also ihr seht das hier, letztendlich war das ein Overkill an der Stelle und hätte sicherlich, ja, ich hätte fast gesagt, ein 7er hätte diese Base auch noch locker mit 2er Drachen schaffen können. Aber ihr seht das hier, der Packer, also ist auch eine gute Möglichkeit, finde ich, immer wieder einen Packer in der Clanburg zu haben als Rathaus 8. Denn wie gesagt, der Packer hat halt die Vorteile gegenüber den Bowlern. Er fliegt nicht weg. Er fliegt nicht weg, löst Fallen aus und der kann auch schon mal die ein oder andere Riesenbombe ab. Also kann man mal machen. Mache ich auch nicht immer, aber hier denke ich mal hat das gepasst. Ihr seht, der war auch mal gerade so auf 4. Also hier habe ich auch keine Max-Truppe reinbekommen und wir gucken uns hier den, jetzt muss ich mal schauen, den hatte ich mir angeguckt hier, den Kieler Zug. Der Kieler Zug ist seit geraumer Zeit bei uns. Er ist, ist ein Abonnent von mir und ich bin Abonnent bei ihm. Und irgendwann hatte er keine Lust mehr in seinem Clan. Also ich glaube, er hat aber selber noch einen Clan mit einem anderen Char. Und hat uns dann hier gejoint. Ja, und wer hier joint, der kann auch gleich mit in die Clankriege rein. Also hier gibt es keine Wartezeit. Ich habe das eben nochmal beantwortet. Es kam eben nämlich die Frage von jemand auf, ob man ihn mitnimmt in den nächsten Clankrieg. Und ja, also es gibt hier keine Aufnahmekriterien oder keine irgendwelche Angriffe, die man erstmal machen muss, so Probeangriffe. Ja, ihr wisst das, da bin ich sowieso ganz harter Verfechter von. Wenn jemand sagt, mach mal einen Probeangriff und dann nehmen wir dich erst mit. Das finde ich sowieso, ich finde das Schwachsinn. Und deswegen, es gibt hier keine Aufnahmekriterien. Das einzige Kriterium, nicht Aufnahmekriterium, Entschuldigung. Oh, jetzt ruckt es mal gerade so ein bisschen durch hier. Eieiei, was ist das denn? Ich verliere hier gerade die Verbindung. Das gibt's ja nicht. Ich verliere das Internet. Oh, meine Jungs haben unten, glaube ich, das Kabel rausgezogen. Shit, da muss ich mal eben den Angriff hier durchlaufen lassen. Ich glaube, ich gehe jetzt nämlich offline. Aber der Angriff hier wird wahrscheinlich noch bis zu Ende laufen. Und dann muss ich eben mal mein LAN-Kabel wieder reinstecken. Ich denke mal, ich muss das mal austauschen. Ich habe nämlich eins im Switch stecken, was keine Haltenase hat. Und das ist nicht gut. Jedes Mal, wenn die dann nämlich ihre Kabel stecken, ziehen die mindestens eins von meinen Kabeln raus. Und ich glaube, dieses Mal hat's diesen Rechner hier erwischt. Ich muss also eben mal das Kabel wieder stecken. Okay, technisches Problem beseitigt. Tatsächlich muss ich das Kabel zumindest von meinem Aufnahme-PC zum Switch hin mal mit einem neuen Kabel bestücken, denn das Kabel hat am Switch-Ende keine Nase, also diese Haltenase ist ab. Und jedes Mal, wenn dort jemand etwas steckt, dann braucht man nur mal an meinem Kabel einmal ruckeln und dann ist das raus. Ist halt gerade passiert, ist halt in der Aufnahme passiert, macht mir aber nichts. Das ist kein Grund, das Ganze nochmal neu aufzunehmen. Und wir sehen hier den Timboloro, heißt er, auf den Zemblek vom Clan, wie hieß der Clan? Devil 87. Das war also unser Gegner. Und der Gegner war wirklich teuflisch. Also er war teuflisch gut, so muss man sagen. Und aber ich glaube, der Timboloro macht das hier ganz gut. Nämlich mit Bowlern erstmal und dann Helden zum Funneln hier, beziehungsweise um die Clanburg zu locken, um die gegnerische Queen zu erreichen, damit er dann Luft hat hier für seine Hawks. Boah, alle Hawks auf einmal. Ja, bin ich nicht so der Freund von. Vielleicht, Timbo, wenn du das siehst, versuch die Hawks mal so ein bisschen in die, ich nenne sie immer Reit- oder Hoppelwege zu setzen. Denn ruckzuck
sind natürlich auch mal so eine Riesenmasse an Hocks hier in zwei, drei Riesenbomben. Also ich habe es jetzt mit meinem RH9er schon erlebt, dass ich in drei oder ich glaube sogar in vier Riesenbomben, das heißt also es waren drei Riesenbomben da und der Bombenturm stand da. Das heißt also vier am Stück und das überleben die dann doch nicht. Und deswegen bin ich da kein Freund mehr von, die alle so auf einen Haufen zu setzen. Und man sieht das hier auch, da bleiben auch gar nicht mehr so viele von über. Denn wenn man die so ein bisschen vereinzelt setzt, man nennt das ja im Clash of Clans Fachjargon Surgical setzt, dann läuft man eher die Gefahr, dass dann vielleicht ein Schwein oder zwei Schweine irgendwo rumfliegen oder eine Falle auslösen, anstatt es dann gleich alle machen. Also so eine Sprungfalle, die fetzt ja, wenn du jetzt nur einen Hock schickst, natürlich nur einen Hock weg. Schickst du da aber fünf Hocks rein, dann sind auch gleich, ich glaube, vier Stück, schafft die Falle dann. Und das wäre dann schon an der Stelle sehr ärgerlich, aber hat er ganz gut gemacht hier. Also 11 auf 10 von unten nach oben hin orientiert. Schöner Angriff hier, denke ich mal. So, dann haben wir hier den Ragnar. Ragnar wieder mit seiner alten bekannten Kombi. Also auch das nach wie vor eine bewährte Kombination hier in die, ja, ich würde sagen, fast maxed out RH9er Base. Also hier darf man sich natürlich mal wieder nicht von den Mauern täuschen lassen, obwohl natürlich für so eine Kombi hier brauchen die Riesen dann natürlich viel weniger Zeit und viel weniger Power, um sich durch diese Mauern hier durchzufressen, denn die latschen ja jetzt erstmal eine Defense nach der nächsten ab und wenn die dann hinter einer Mauer ist, jetzt ist ja immer noch keine hinter einer Mauer, dann gehen die natürlich hier erstmal die Defenses ab und die dann schon kaputt sind, also die machen hier jetzt ganz behende ihren Weg letztendlich durch die Base hier durch. Kommt jetzt von der anderen Seite mit seinen Hocks. Ja, die sind schon so ein bisschen, also ein bisschen Surgicaler gesetzt, aber das geht besser, aber das geht natürlich auch. Also hier jetzt schon ausgelöst den Bombenturm und hier eine Riesenbombe. Ja, da müssen die Hockreiter jetzt durch, dass der gegnerische King die natürlich jetzt verfolgt bis zur Ewigkeit, aber er hat einfach mal ein Gift genommen, um den King so ein bisschen zu verlangsamen. Und dann macht er ja auch nicht mehr ganz so viel Schaden. Jetzt läuft er nochmal so ein bisschen durch den Gift, aber nicht mehr so ganz durch. Hat aber hier dann das Glück des Tüchtigen, dass die Hockreiter jetzt erstmal den X-Bogen nehmen, noch den Tesla und sich jetzt erstmal um ganz, ganz andere Sachen kümmern. Ach, um die Troll-Tesla. Ein Troll-Tesla da und ein Troll-Tesla da. Okay, da hat der Gegner Pech gehabt. Denn drei Hockreiter, okay, da hat er noch die kleinen Bömmchen davor gesetzt. Ja, kann man machen. Das hat hier unten sogar funktioniert. Oben hat das nicht funktioniert. Ich musste mal gerade so ein bisschen nach oben, unten, oben, unten mit dem Bild hier, damit ich das Ganze so ein bisschen auch für die mobilen User mit reinbekomme, die Folgen hier vielleicht am Handy schauen. Also dann hat man es doch gerne, dass ein bisschen näher ist. Also jetzt ist natürlich alles ausgelöst und hier in der Base ist auch schon alles hinüber. King hat er jetzt erst gezündet und der ist auch in eine Riesenbombe reingetappt. Also diesmal nicht die Queen, als sie gezündet wurde, sondern diesmal hat es die kleinen Barbaren des Kings erwischt. Und dann ist das hier noch ein schönes Cleanup gewesen vom Ragnar. Und schöne drei Sterne. Ich glaube, der bleibt ewig hier auf seinen Helden mit 10-10 hängen. Ich weiß gar nicht, selbst wenn man nur seine Sammler leert und mit dem Bonus lebt, kriegt man es nicht hin, dass man so viel Dunkles sammelt, dass man nicht mal wenigstens mal wieder einen hellen Level machen kann. So, das ist ein Angriff von mir hier, vom Donnerbengel, mit einer Pekka-Walk-Kombination. Habe ich mir gedacht, mache ich diese Base hier. Ihr habt das ja gestern im Livestream gesehen. Noch ist der King hier 23 gewesen. Er geht jetzt auf Level 24. Und das passt mir hier ganz gut, von dieser Ecke hier reinzufunneln. Denn ich kann jetzt meine drei Pekka setzen, die Heiler dahinter und die Pekka gehen. So soll es auch sein. Sofort auf die Queen, denn die Queen ist zwar jetzt noch hinter der Mauer, ja, aber ich meine durch die Achtermauer, da haben die zwei Schläge gemacht und die Queen war ja auch noch dahinter. Das heißt, ich habe schon mal die gegnerische Queen geschafft und habe noch so gut wie ja, ganz, ganz wenig Truppen erst verloren. Doppelgifte hier jetzt die Clanburg, damit die in jedem Fall hier an der Stelle stirbt. Und da ist auch schon eine Skelettfalle mit drin, also auch die schon mal ausgelöst. Denn ihr seht das unten, ich habe noch 13 Hocks, aber ich habe jetzt erstmal gedacht, jetzt lässt du erstmal richtig lange deine Truppen hier laufen und komme jetzt
von rechts auch mit den Hawks hier rein. Das hatte einfach den Grund, dass ich jetzt den ganzen Schaden hier unten von diesen Truppen in der Ecke nehme. Denn die Hawk-Rider erledigen das jetzt erstmal und die Pekka mit dem King und die Bowler können jetzt erstmal ganz genüsslich weit, ich nenne es mal so, weitergehen. Ja, den nehme ich jetzt erstmal den Schaden, auch wenn jetzt meine Hawk-Rider hier natürlich nicht die Tesla-Farm schaffen, aber meine Queen ist noch da. Die packt jetzt schon mal einen zweiten Tesla und schafft auch den gegnerischen King, also der stört jetzt auch nicht mehr. Dann packen wir uns hier noch die Luftabwehr und ich glaube noch einen Tesla. Ja, mehr schaffen wir nicht, aber wir haben jetzt den ganzen Schaden hier von der etwas langsameren Truppe weggehalten, so dass die eigentlich letztendlich jetzt noch aufräumen müssten. Also hier sind jetzt noch alle drei Packer am Start. Ich sehe 1, 2, 3 Bowler, glaube ich, ein paar Barbaren. Ich meine, ist da nicht noch, auch noch ein Magier dazwischen? Den Magier ist da nicht mehr zwischen. Aber an dieser Stelle hier kann man dann eigentlich schon sehen, ja, das wird in jedem Fall ein Dreier. Denn hier ist noch viel zu viel an Heal Points auf der Lane, hätte ich fast gesagt, in der Bahn hier. Denn hier wird immer wieder durchgeheilt, was gerade Schaden gekriegt hat. Ihr seht das, die Heiler haben jetzt gerade von den Packer wieder auf den King gewechselt. Der verliert jetzt keine Heal Points, sondern er gewinnt wieder. Und so können die hier ganz behende durchlatschen. Letztendlich ist es nur am Ende ein Zeitproblem gewesen. Aber ich hatte gerade so, ich glaube, das waren, ich meine, ich hatte noch 3 oder 2 Sekunden Zeit. Also das war hier fast eine Punktlandung, denn die sind natürlich sehr langsam, die Truppen. Aber sie sind jetzt alle komplett durchgeheilt. Also die Heiler haben ja alles tutto completi wieder durchgeheilt. Und jetzt ist es nur noch eine Achtermauer und der Magierturm hier. Und dann ist auch diese Base hier Geschichte gewesen. Also ich denke mal, die Truppenwahl war ganz gut. Und auch mal etwas länger mit den Hawks gewartet. Ja, manchmal setzt man sie ja zu früh. Dann müssen die, dann tanken die Hawks und nicht mehr die eigentlichen Truppen. In diesem Fall waren das ja die Packer. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich hatte mir hier noch was rausgeguckt. Ja, den Doflo. Der Doflo hier auch mit einer Hawk-Rider-Kombination, 2 Golems, 20 Hawks und 12 Magier. Ich denke mal, er hat dann auch in der Clanburg Bowler, also funnelt hier auch richtig, richtig breit. Setzt jetzt einen, oben hat man es gerade so gesehen. Das ist auch ein bisschen doof, da hat er jetzt einen Mauerbrecher gesetzt. Der ging jetzt an eine Mauer sicherlich, um zu checken, ob da eine Falle ist oder so, oder eine Riesenbombe sich versteckt. Und die anderen 4 gehen dann leider auf eine ganz andere Ecke. Aber das macht an der Stelle nichts. Und hier ist es dann immer eine Entscheidung, nehme ich jetzt einen Sprung oder nehme ich eher einen Wut, sodass die Truppen sich natürlich Richtung Queen und Helden orientieren. Das machen sie hier auch. Das heißt also, die Bowler und die Golems gehen jetzt nicht nach außen rum, um da versuchen, irgendwie Sachen zu tanken. So nenne ich das mal, sondern die fressen sich dann durch die Mauer durch. Ich nehme immer dann einen Sprung mit, wenn ich keinen Packer mit habe, und nehme immer dann einen Wut mit, wenn ich einen Packer dabei habe. So, ihr habt das ja eben gesehen bei dem Angriff, wo ich direkt hinter einer Mauer einen Helden habe, wo die Packer ja todsicher raufgehen. Die gehen dann erstmal auf den Helden und dann reicht mir an der Stelle natürlich auch ein Wut und ich brauche keinen Sprung haben, denn dann fressen sich die Packers durch die Mauer durch, aber ich setze einen Sprung an, wenn ich also auch mit dem Go-Hawk, also mit Golems, dann sollte es vielleicht schon der Sprung sein, denn die Golems brauchen ja echt lange für eine Mauer. Aber er macht das hier ganz gut, hat hier unten jetzt noch Clean-Up. Helden sind alle schon verstorben, aber er hat jetzt noch richtig, richtig viele Magier hier und die 3 Hawk-Rider schaffen den Turm gerade mal so. Donnerwetter, 2 Stück sind noch übergeblieben, ja, 2 von 20. Ja, also 2 von 20 haben den Ritt hier überlebt und dann ist das hier auch ein schöner 3-Ständer gewesen von Doflo, also 6 auf 6. Schönes Ding, hat mich auch gefreut, also auch die Angriffe hier, wir haben ja, ich weiß gar nicht, im Livestream haben wir glaube ich nichts gesehen hier. Und denn das war noch vor dem Stream, ich habe das auch ganz, ganz lange abgewartet hier, bis quasi dieser CK hier fertig war und habe dann mich erstmal behende irgendwo nach oben begeben zum Duschen beziehungsweise zum Fertigmachen für den Stream. Ich wollte gerade sagen, ich will ja immer schick sein, aber ich denke mal, so einen unrasierten Typen, den will man dann auch nicht vor der Kamera sehen und deswegen
bin ich meistens dann in der Regel frisch rasiert. Das passt dann auch für den Samstagabend, denn ich rasiere mich einmal in der Woche, das reicht. Dann sieht das natürlich freitagsabends fürchterlich aus oder samstags. Aber so hatte ich relativ wenig Zeit dann noch, bin ja noch recht zeitig angefangen. Also ich war jetzt nicht um 9 Uhr da, sondern ich glaube, es war so 10 nach 9, Viertel nach 9 haben wir ja angefangen. Und ich fand, es war auch wieder ein schöner Abend. Also es hat mich echt gefreut. Das war sehr, sehr chillig. Ich brauchte gestern Abend mein Nightboard gar nicht einschalten. Ich hatte ein, zwei Mods mit am Start und viele, viele, also die Masse, ich sag mal 98% der Zuschauer waren auch alles nette Leute. Also es gab ja zwei, drei, die sind mal wieder ein bisschen ausfällig geworden zur Belustigung vieler und das tat ihm aber keinen Abbruch. Also die 3 Stunden waren nicht verdaddelt. Ich glaube, sie waren ganz, ganz locker, ganz chillig wieder. Wir haben ein bisschen CK gesehen, wir haben ein bisschen Tag und Nacht drauf gemacht. Das ist ja auch eigentlich nach wie vor bei Clash of Clans. Irgendwann fangen natürlich, zumindest bei mir im RA11-Bereich, die richtig harten Farmfolgen an. Nämlich dann, wenn ich RA11 bin und wieder 2, 3, 8 Ligen runtergehe und so richtig pushe, so dass mein Rathaus 11 relativ zügig wachsen kann. Je nachdem, was man letztendlich da machen kann. Aber ich freue mich da auch schon drauf, muss ich sagen, auf die Zeit. Und habe ja auch noch die anderen Chars nachzuziehen, also der Avatar hat jetzt 27er King, 3 Level noch für den King. Auch den werde ich wahrscheinlich nächsten Samstag mal so ein bisschen mehr zur Brust nehmen, sodass wir das Dunkle richtig zeitig reinkriegen. Und sodass der ungefähr zeitnah, wenn Thorsten hochgeht, er auch auf Rathaus Level 10 gehen kann. Also auch da geht es ein bisschen weiter. Und die hier, Donnerbengel und Alex, werden sicherlich noch ein bisschen 9 bleiben. Da dauert es ja noch ein bisschen, gerade dann die letzten 5 Heldenlevel. Von 25 auf 30, sowohl King als auch Queen, ja, sind dann schon ein bisschen schleppend. Ja, man muss da schon ein bisschen mehr reinfahren. Und da ich die ja nur so ein bisschen am Rand hier behandle, dauert das entsprechend lange. Und ich spiele natürlich auch gerne Clankriege mit, gar keine Frage. Und dann setze ich auch schon mal einen Clankrieg aus, beziehungsweise mache dann einen mit, wenn ich eigentlich einen Helden leveln kann. Und hier im oberen Bereich, ja, man sieht das hier im oberen Bereich haben wir 3 Zehner zu machen gehabt. Die haben wir auch super, glaube ich, kompensiert hier, also immer schön mit 2 Sterne. Das reicht an dieser Stelle. Das ist allerdings hier ein 9-5er. Bin ich ja immer noch nicht so richtig Freund von. Aber ich glaube, der König Vegeta hat das hier richtig gemacht mit Bola auf eine 9,5er Base. Das ist immer noch gängig. Jetzt hat er zwar hier unten schon ziemlich viel verloren, was die Bowler angeht, aber er lässt sich hier erstmal nicht beirren. Hat jetzt erst 10% geschafft, jetzt schon mal 2 Sprung gesetzt, Riesen mit hier ins Getümmel rein und letztendlich die Helden dahinter und dann nochmal 2 Heiler gesetzt und jetzt geht hier so eine richtige Masse durch den, ja, ich fand den Funnel eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Habe ein bisschen Glück gehabt, die Magier machen jetzt noch relativ zeitig. Ah, schade, Queen geht doch mit raus. Die hätte ja auch kurz mal warten können, bis die Magier die Kaserne gemacht haben. Aber hier in der Mitte regelt der King mit seiner Bowler-Gang die Mitte. Und jetzt liegt es dann daran, also ein 3-Stern erwartet hier, glaube ich, in diesen Bereichen bei uns hier auch niemand. Schön ist das natürlich, kommt ja auch immer mal wieder vor, aber hier sind da schon mal sehr, sehr stabile 2 Sterner gewesen und die uns an der Stelle auch in jedem Fall weitergeholfen haben, denn wir mussten am Ende letztendlich einfach nur hoffen. Wir hatten also alle Angriffe durch, 56 Sterne und der Gegner hatte 54 Sterne und noch 2 Angriffe offen. So war es, glaube ich, am Ende. Ich muss mal gerade tief in mich gehen, wie spannend das ja am Ende war. Und ich habe auch gedacht, das kann nicht sein, weil ich bin eigentlich schon aus dem Chat einmal rausgegangen und habe so gesagt, haben wir leider verloren. Das Ding, weil ja, bei uns war noch eine komplette Base auf und es waren 2 Zehner Angriffe und die Zehner vom Gegner haben nicht schlecht angegriffen. Aber sie haben es dann am Ende doch nicht geschafft, hier
noch zu punkten. Das heißt also, der erste hat dann einen Stern geholt auf den King. Das heißt, an der Stelle stand es 56-55 für uns. Und dann musste er, der Zweier musste hier mindestens den zweiten Stern und ein paar Prozente machen. Ihr seht das hier oben, wie knapp das Ergebnis ist. 0,05% haben wir diesen Clankrieg gewonnen. Und hätte der Gegner 61%, glaube ich, gemacht, dann wäre das Ergebnis anders gewesen. Aber mit 60% hat er den zweiten Stern, hatte etwas mehr als 50% gemacht, hat er auch gemacht. Aber ihm fehlen halt 0,05% zum Sieg. Den haben wir an der Stelle nämlich eingefahren. Also wunderbar, herzlichen Glückwunsch to Warriors 2 hier. Tolles Ding hier, super CK und das macht Laune auf mehr. Also bleibt bei mir dran und ich werde euch in dieser Woche erzählen, was es mit dem großen CK am Wochenende bei uns auf sich hat. Und bis dahin, euer Toto. Clash.